Es ist ein besonderer Moment, selbst für sonst so abgeklärte Fußballprofis. Der Papst hat geladen zur Privataudienz und die Nationalmannschaften Italiens und Argentiniens folgen. Ein Besuch im Apostolischen Palast im Rahmen ihres Testspiels in Rom beim bekennenden Fußballfan Franziskus, dem Argentinier mit italienischen Wurzeln, der nicht so recht weiß, für wen sein Herz schlägt. Die Wahrheit ist, es wird schwer für mich zu entscheiden, wem ich die Daumen drücken soll. Zum Glück ist es nur ein Freundschaftsspiel. Mein Rat an euch, möge es auch wirklich ein Freundschaftsspiel sein. Dieser Papst ist so anders. Er ist demonstrativ bescheiden, trifft die Armen und kümmert sich sogar selbst um seine Termine. Ein ganz normaler Mann also, der auch die Fußballer daran erinnert, dass sie nicht besser sind als andere. Ihr sollt immer daran denken, dass ihr nicht in erster Linie Champions seid, sondern Menschen. Mit eurem Herzen, euren Ideen, euren Wünschen und euren Problemen. Seid immer zuerst Menschen, auch wenn ihr berühmt seid. Im Sport und im Leben seid Träger der Menschlichkeit. Viel Pathos für die Profis. Der Besuch beim Papst ein Erlebnis und eine Ehre für jeden Katholiken, wie Italiens Nationaltrainer schon vorher gesagt hatte. Ich hoffe, ich habe die Stärke, ihn etwas zu fragen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe. Denn den Papst zu treffen, ist für mich etwas wirklich Außergewöhnliches. Auf die Frage, ob er sich das Spiel im Stadion ansehen werde, antwortete der Papst nicht eindeutig. Im Vatikan sehe man seine Fußballverrücktheit nicht so gerne, verriet er Prandelli.